Der Begriff politischer Entrepreneur stammt von Robert Dahl, einem amerikanischen Demokratiewissenschaftler. Und der hat damals gemeint, Lokalpolitiker, die in ihrer lokalen Umgebung für Veränderung, für Wandel sorgen. Also die Ressourcen hebeln und damit eben im System für Veränderung sorgen. Und ich habe den Begriff so definiert, dass es sich dabei um Menschen handelt, die neue Parteien gründen, um damit in Parlamente einzuziehen, um diese Parlamente und die politischen Systeme aus innen heraus zu verändern. Da gibt es natürlich auch andere Ansätze, aber das habe ich als politisches Entrepreneurship definiert. Und warum braucht es die? Ich glaube, wenn man sich anschaut, die derzeitige Demokratiekrise, die wir erleben, dass viele Grundfesten der liberalen Demokratie hinterfragt werden, dann braucht es da neue Ansätze. Es wird immer attestiert an eine Demokratiemüdigkeit, dass die Leute das Gefühl haben, es ändert sich nie was und deswegen dann auch eben rechts oder links wählen, Populisten wählen, weil die ihnen Versprechen machen. Und das hat schon auch einen Mitgrund darin, dass halt tatsächlich zu wenig weitergeht in den Demokratien, dass da zum Teil ein Reformstau vorherrscht, dass da auch zum Teil Korruption vorherrscht. Und deswegen haben politische Entrepreneure im politischen Zentrum neue Parteien gegründet und machen das, die transparenter sind, die agiler sind, die rascher reagieren können, die besser Veränderung bringen können. Ob das jetzt En Marche ist in Frankreich, ob das Ciudadanos ist in Spanien, ob das Neos ist in Österreich, die tragen sehr viele Ansätze in sich, neue Unternehmensorganisationsansätze, mit denen sie auch viel, viel schneller lernen können. Und das ist aus meiner Sicht langfristig ein Wettbewerbsvorteil für sie. Mhm.